Warum Technologie und Innovation die Softwaremonster aus dem letzten Jahrtausend überflüssig machen, darum geht es in diesem Kanal. Und heute geht es um unser nächstes Alleinstellungsmerkmal, und zwar, wie wir die Gebührenkürzel völlig überflüssig machen. Die Gebührenkürzel sind ja noch ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend, und ich bin mir sicher, dass ich euch heute wieder verblüffen kann, wie einfach Software sein kann. Lasst uns gleich starten. Und zwar, bevor ich jetzt gleich in Connect reingehe, ganz kurz die Hintergründe, wie wir in der Entwicklung vorgehen. Und zwar basteln wir uns immer Musterhäuser, natürlich ausgehend von realen Gebäuden. Und ich habe jetzt hier schon mal ein Einfamilienhaus abgebildet in diesem Schema. Man sieht rechts im Erdgeschoss eben einen Kaminofen. Man sieht das braune Symbol für Holz. Und drunter steht Einzel für Einzelofen, und links unten im Keller steht eben dann die Heizung, der Heizkessel, Gasheizkessel, weil ein gelbes Symbol. Jetzt unser zweites Musterhaus. Man sieht ein Mehrfamilienhaus, drei Wohnungen, drei Etagen. Überall habe ich eine Feuerstätte, wieder ein gelbes Symbol, eben für Gasfeuerstätte. Und man sieht hier am senkrechten Teil hängen letztendlich alle drei. Das heißt, eine Mehrfachbelegung, und es ist ein Luftabgassystem. Das sieht man daran, dass also praktisch roter Pfeil nach oben geht und ein blauer Pfeil nach unten. Sieht man eben, Abgase gehen raus, und durchs gleiche Rohr oder System kommt auch die Verbrennungsluft eben rein. Und jetzt unser drittes Musterhaus ist auch ein Mehrfamilienhaus, wie man sieht. Ich habe vier Wohnungen drin, jetzt im Erdgeschoss zwei Wohnungen und dann im ersten und zweiten OG nochmal jeweils eine Wohnung. Aber hier ist ganz interessant, das ist jetzt eben noch vor einer Sanierung, und ich zeige nachher gleich auch, wie es nach der Sanierung aussieht. Aber vor der Sanierung eben habe ich eben im ersten und zweiten OG habe ich eine Heizung, eine Therme dranhängen. Das sieht man rechts mit dem gelben Symbol mit System, und links habe ich jeweils Kachelöfen drin in der Wohnung, und dann unten in den zwei Wohnungen Erdgeschoss links und rechts einmal eine Außenwandfeuerstätte und einmal noch einen Einzelofen, einen Feststoff-Einzelofen, und jetzt ist eben ein Musterhaus im Keller eben noch ein Heizkessel Feststoff. Und nach der Sanierung sieht so ein Haus natürlich deutlich übersichtlicher aus. Ich habe jetzt unten im Keller habe ich eine neue Pelletheizung drin. Im Erdgeschoss gibt es überhaupt keine Feuerstätte mehr, weil die werden letztendlich haben die Heizung jetzt, wird betrieben durch die Pelletheizung. Die zwei Einzelöfen im ersten und zweiten bleiben natürlich drin. Das sind schöne Kachelöfen. Aber man sieht, oben im zweiten OG ist jetzt natürlich auch keine Therme mehr drin. Das heißt, die Wohnung wird auch beheizt über den Heizkessel im Keller. Nur im ersten OG konnte man letztendlich bei der Kernsanierung nicht alles mitmachen. Deshalb hängen die Therme eben noch praktisch im ersten OG drin. Die wird wahrscheinlich später auch irgendwann saniert. Aber das wollte ich nur kurz erklären, weil wir anhand von so Musterhäusern und wie die vorher und auch nach einer Sanierung aussehen, eben sehr gut zeigen können, was es bringt, wenn man sowohl keine Gebührenkürzel mehr braucht, als auch wie einfach dann natürlich die Kehrbuchführung aussieht, weil in der muss das ja genau protokolliert werden und dargestellt werden, wenn es eben irgendwelche Modernisierungsmaßnahmen gibt. So, jetzt wird spannend. Ich starte hier wieder Connect. Und in Connect ist natürlich ein kleiner Musterkehrbezirk drin. Und ich erkläre mal kurz die Gebäude, die man jetzt hier sieht, den Abmodesplatz 1, 2, 3, 4. Das sind jetzt jeweils genau die Musterhäuser, die ich vorhin gezeigt habe, oder zumindest zwei davon. Nämlich Abmodesplatz 1 sieht man an dem Symbol links in dem runden Kreis, ist ein Einfamilienhaus, während der Abmodesplatz 2 ist eben das Mehrfamilienhaus. Das war das LAS-System mit den drei Wohnungen, drei Kombiwasserheizer in den Wohnungen drin. Während das Einfamilienhaus war ja mit dem im Keller die Gasheizung und im Wohnzimmer dann der Einzelofen.
So, und weil wir jetzt hier keine Gebührenkürzel mehr brauchen, können wir natürlich die Gebäude jetzt, obwohl die natürlich identisch von der Beschaffenheit völlig identisch sind, können wir die ja ganz, ganz unterschiedlich berechnen. Und zwar ohne, dass ihr jetzt irgendwie was Großes dazu machen müsst. Und deshalb haben wir jetzt die Häuser doppelt. 1 und 2 ist dieses Ein- und Mehrfamilienhaus und 3 und 4 sind wieder die gleichen Häuser. Aber ich zeige nachher, wie die eben anders berechnet werden. So, jetzt fangen wir aber mal an mit dem Abmodisplatz 1. Und zwar sieht man ja hier den Zeitstrahl. In der Mitte des Jahres findet eine Feuerstättenschau statt. Und gegen Ende des Jahres finden die freien Tätigkeiten statt. Man sieht jetzt am KPE, das Kehren, Prüfung und Emissionsmessung. Gehe ich jetzt einfach mal rein und sehe jetzt hier sofort auf den ersten Blick, da unten habe ich wieder die Symbole von den Musterhäusern, die Kreise mit den Flammen drin, also ein Feststoffkaminofen und ein Gasheizkessel. Während ein bisschen weiter oben sehe ich gleich die zwei Begehungen, die ich habe, das F und das KME. Und links daneben ist vom Feuerstättenbescheid eben der Planungshorizont. Also das heißt, die Feuerstättenschau soll irgendwann zwischen Mai und August stattfinden, während das Kehren mit dem Prüfen und Emissionsmessung im vierten Quartal, also vom 1.10. bis 31.12. stattfinden soll. Und jetzt gehe ich mal in die Begehung rein. Hier, also praktisch dieses KPE, drücke ich rein. Und jetzt bin ich schon das eigentlich die wichtigste Ansicht in Connect. Da zeigt es jetzt zu dieser Tätigkeit, zu dieser Begehung quasi alles an, was irgendwie überprüft oder gemessen werden soll. Und zwar steht hier der Tab eben auf Arbeiten und ich sehe hier gleich, ich habe hier den Schornstein, das sehe ich am K, der soll gekehrt werden. Und dann habe ich drunter die Abgasleitung und eben den Gasheizkessel, wo eben die Prüfung und die Emissionsmessung stattfindet. Und jetzt komme ich schon auf die Preise. Ohne dass es jetzt irgendwelche Gebührenkürzel gibt, kalkuliert hier Connect eben die ganze Berechnung durch. Das bedeutet, ich habe einen Gesamtwert hier von eben 61 AW. Und der schlüsselt sich jetzt hier auf in einen Grundwert, in eine Fahrtpauschale, den Schornstein, die Abgasleitung und eben die zwei Tätigkeiten an dem Gasheizkessel für die Prüfung und die Emissionsmessung. Wir merken uns also für diesen Abmodisplatz 1 eben die 61 AW. Jetzt gehe ich hier wieder raus und gehe jetzt auf die praktisch wieder auf die Gebäudeliste und in der habe ich ja logischerweise, wie ich vorhin gesagt habe, die Gebäude doppelt und das zweite Einfamilienhäuschen mit dem gleichen Aufbau ist eben der Abmodisplatz 3. Da gehe ich jetzt mal kurz rein und das Haus sieht natürlich genau gleich aus, weil es quasi für die Demo eben eine Kopie ist. Jetzt gehe ich auch wieder auf die KPE-Begehung drauf und man sieht hier auch schon den Wert von 53,15. Das bedeutet, es rechnet einfach anders. Und ich gehe auch mal rein, hätte die gleichen Tätigkeiten, also dieses KPE, die eben hier per Klick abgehakt werden können. Aber ich gehe jetzt hier mal in die Preise rein und man sieht jetzt, es sind genau logischerweise die genau gleichen Objekte, also wieder Schornstein, Abgasleitung und die zwei Feuerstätten, aber es kalkuliert eben völlig anders. Das bedeutet, ich habe hier jetzt keine Grundwerte mehr, ich habe auch keine Fahrtpauschalen mehr drin und ich habe vor allem aber einen Gesamtwert jetzt hier von 43,15. Vorhin hatte ich ja 61 und hier listet es jetzt auch nur noch den Schornstein auf. Dann die Abgasleitung, das halten wir für wichtig, listet es auf, obwohl der Betrag jetzt hier auf 0 ist, weil ich habe in der Kalkulation eben senkrechte Teile für Abgasleitung überhaupt nicht mehr in der Berechnung drin. Trotzdem muss es ja auf der Rechnung, müssen die Tätigkeiten, die nach KÜO oder BIMSCHV oder Schornsteinfeger Handwerksgesetz sind, müssen ja aufgeführt werden und auch mit einem Datum eben versehen werden. Aber wie gesagt, dann Fahrtpauschalen sind hier nicht mehr, Grundwerte auch nicht, alle Objekte sind drin und die Tätigkeiten dazu auch, nur es rechnet völlig anders.
Jetzt kommt's. Wir haben jetzt zwei Häuser gesehen, die vom Aufbau genau gleich waren, gleiche Objekte drin, die aber vollkommen unterschiedlich berechnet wurden. Wie kann das jetzt eben funktionieren? Darum geht's. Jetzt gehe ich hier einfach mal zurück, wieder in die Gebäudeliste rein. Dann sehe ich wieder meinen Abmodesplatz 1 und 3. Und letztlich haben wir die ganze Berechnung von, also die Kürzel abgeschafft und dafür Preislisten eingeführt. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, der Abmodesplatz 1 und 3, die haben jetzt unterschiedliche Preislisten, sind hinterlegt. Und jetzt gehe ich mal in so eine Preisliste rein und zeige, was dort angegeben werden kann, damit letztlich eben alles andere vollkommen automatisch passieren kann. Hier bin ich also in den Preislisten und man sieht, es werden jetzt zwei dargestellt. Ich habe zwei Preislisten natürlich angelegt. Und zwar einmal hier die Standardpreisliste und dahinter die einfache Preisliste. Beide mit dem AW-Faktor eben 1,2. Jetzt gehe ich mal rein in die Standardpreisliste. So, und jetzt sind logischerweise die ganzen Objekte, an denen Tätigkeiten durchgeführt werden müssen, sind jetzt hier untereinander aufgeführt. Und wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, das erste Haus hatte ja Grundwerte und Fahrtpauschalen. Und jetzt gehe ich mal hier in die Grundwerte rein und ich kann eben angeben, die AW-Werte eben für die Arbeiten an senkrecht, also wenn insgesamt Arbeiten an senkrechten Teilen stattfinden oder eben wenn keine Arbeiten an irgendeinem senkrechten Teil stattfinden, dann ist es ja reduziert und dann eben noch die zwei Zuschläge, wenn eben Arbeiten an Ölfeuerstätten oder eben zusammengelegte Arbeiten stattfinden. Das sind die vier Werte, die ich hier eingeben kann und die habe ich hier auch übernommen. Deshalb rechnet es auch mit Grundwerten und mit Zuschlägen für die Grundwerte. Das zweite sind dann Begehungen. Das sind die anteiligen Fahrtpauschalen. Die können natürlich auch erfasst werden. Und habe ich hier nur diesen einen Wert eben pro Nutzungseinheit, habe ich hier auf 8,20 gesetzt. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen eben die senkrechten Teile. Also erstmal der Schornstein und dann die Verbindungsstücke für Kehrarbeiten. Da drin stecken dann die Abgaskanäle und die Rohre. Kann ich auch einmal eingeben hier, oberer Bereich eben Abgaskanal, unterer dann Abgasrohr. Und da gibt es eben dann auch noch Zuschläge für staubfreie Kehrungen über Durchgangshöhe eben. Und dann komme ich auch schon zur Verbrennungsluft und Abluft bei der Überprüfungsarbeit und kann hier eben angeben, also das ist jetzt für Feststofffeuerstätten, eben dann diese Lüftungsöffnung, Öffnung ins Freie und eben die Schächte je vollen angefangener Meter. Genau, und jetzt kommen die, da habe ich die Feststofffeuerstätten. Wir unterteilen immer in Raumluftunabhängige und Abhängige, können halt jeweils immer die Prüfung, die Werte für Prüfung und erste und weitere Feuerstätte und Emissionsmessung, erste, weitere und eben wie sich die Emissionsmessung verhalten würde, wenn sie gleichzeitig stattfindet. Also wie sozusagen bisher bekannt ist. Und drunter kommt jetzt der senkrechte Teil für Ölgeräte. Das sind dann die Ölabgasleitung, kann ich separat auch angeben. Und dann kommen wieder die zwei Typen Öl, also raumluftunabhängig, abhängig. Und dann darunter wieder die Gasabgasleitung, senkrechter Teil. Und eben dann Gas, raumluftunabhängig und raumluftabhängig. So. Und die Werte kann ich letztendlich eben erfassen, wie ich meine, dass es für die Preisliste richtig ist und habe hier eben auch, wie gesagt, die Grundwerte und Fahrtpauschalen angegeben. Genau. Jetzt gehe ich aus der Preisliste raus und gehe in die zweite Preisliste rein, die einfache hier. Und da habe ich mir gesagt, hier sind mir jetzt Grundwerte, Fahrtpauschalen, interessieren mich hier nicht. Ich verteile die Arbeiten einfach auf die Geräte quasi, auf die Tätigkeiten in den Geräten drin. Und deshalb ist hier auch eben der Grundwert überall leer. Da ist also nichts eingegeben. Und bei der Begehung genauso, einfach gar nichts eingegeben. Und drunter ist natürlich genau gleich, weil die Arbeiten sind ja gesetzlich alle festgelegt. Die sind so oder so, egal wie die berechnet werden, immer gleich.
Deshalb kann ich wieder zu den Schornsteinen eben die Angaben machen, zu den Verbindungsstücken, also Kanäle und Abgasrohre und eben auch zu den Feuerstätten wieder die drei Sorten, fest, flüssig und gasförmig. Ich gucke gerade nochmal hier rein, vielleicht in die Öl, Raum, Luft, abhängig, sehe ich wieder die Prüfung, werde, wenn also nur die Prüfung stattfindet, dann wenn nur Emissionsmessung stattfindet und wie sich die Emissionsmessung, wie die günstiger wird, wenn eben beides stattfindet. Genau, und dann habe ich eben noch Gasaußenwandgeräte. Und so sind die Preislisten eben strukturiert nach den Tätigkeiten, die ohnehin gesetzlich stattfinden müssen, eben an den jeweiligen Geräten. Und vielleicht noch eins, in der zweiten Preisliste habe ich jetzt hier die senkrechten Teile von Öl, Gas, also Abgasleitung, habe ich eben auch auf Null gesetzt, weil ich gesagt habe, nee, ich tue das pauschal reinrechnen in die Arbeiten an dem Gerät. Sage ich jetzt hier, sage ich mal, einen Gasheizkessel, dann brauche ich nicht extra den senkrechten Teil berechnen. Dabei ist allerdings, wie ich vorhin gezeigt habe, als ich im Gebäude drin war, wichtig, dass natürlich die Arbeiten dennoch auf der Rechnung aufgeführt werden, dann vom senkrechten Teil. Ganz im Gegensatz zu dem, also auch als Arbeitsnachweis und für den Leistungszeitraum. Und ganz im Gegenteil natürlich zur Fahrtpauschale und Grundwert sind in dem Fall natürlich nicht notwendig, dass sie auf der Rechnung erscheinen, wenn sie ohnehin auf Null stehen. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen. Wieso brauchen wir jetzt eigentlich keine Gebührenkürzel? Und was hat es mit den Preislisten zu tun? Also Connect kennt eben ganz also die Gebäudestrukturen ganz genau. Connect weiß also, welche Ölfeuerstätten, Gasfeuerstätten, welche Einzelraum, Öl, Gas und so weiter drinstecken und auch ganz genau, welche senkrechten Teile und wie die eben verbunden sind. Außerdem haben wir die gesamte Gesetzesgrundlage hinterlegt, sozusagen. Also Connect weiß auch ganz genau, wie oft müssen welche Geräte bearbeitet werden, wann ist Emissionsmessung, wann ist nur die Prüfung, wie sind die Zyklen und so weiter. Das ist komplett in Connect hinterlegt. Das heißt, die drei Gesetze, das ist die KYO, dann die BIMSCHV und dann das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, sind tief verankert in Connect. Und dadurch weiß Connect zu jeder Zeit, was muss eigentlich in welchem Haus wann gemacht werden. Und weil Connect es eben so genau weiß, was, wie und wann zu tun ist, kann es eben in dem Zug einfach auf die Preislisten zurückgreifen und einfach die Preise nach der Preisliste für eben die jeweiligen Gebäude ermitteln. Und jetzt kann ich nochmal abschließend an dem nächsten Musterhaus zeigen, welche Power letztendlich da dahinter steckt, dass Connect genau weiß, welche Techniken bedürfen, welche Arbeiten und wie das eben kombiniert wird mit den Preislisten. Genau, und dazu haben wir hier ja dieses Dreifamilienhaus mit den drei Etagenheizungen drin. Und das wäre jetzt hier, sehe ich an dem Symbol ab Modisplatz 2, wäre mit der ersten Preisliste wieder. Klicke ich einfach rein. Man sieht hier, von 1.6. bis 31.7. ist dann die PE, Prüfung und Emissionsmessung. Da klicke ich einfach drauf. Und Connect, wie ich gesagt habe, weiß ja, was, wie und wann zu tun ist. Listet auf, also eine Prüfung am senkrechten Teil, weil es dann praktisch eine Mehrfachbelegung. Und dann habe ich meine drei Kombiwasserheizer, da muss jeweils das PE stattfinden. Und jetzt kommt's, es rechnet hier, wenn ich auf Preise klicke, kannst du es einfach nach dieser ersten Preisliste durchrechnen. Und natürlich weiß es jetzt auch, dass der Grundwert eben aufgeteilt wird, deshalb steht Grundwert ein Drittel dran mit den 307 und jede Wohnung hat natürlich ihre eigene Fahrtpauschale und eben auch das Drittel dann von dem LAS-System, von dem senkrechten Teil, steht in jeder Wohnung drin. So, und jetzt gehe ich eben auf dasselbe Gebäude mit der anderen Preisliste und da dürften jetzt natürlich keine Grundwerte auftauchen. Das mache ich jetzt mal kurz. Gehe ich hier rein und das wäre jetzt hier ganz einfach dieser Abmodisplatz 4. Und wenn ich da drauf klicke, habe ich auch wieder die zwei Begehungen. Auch wieder im Sommer habe ich dann diese Prüfung und Emissionsmessung. Und wenn ich da drauf klicke, habe ich wieder die vier
Tätigkeiten, also die Prüfung am senkrechten Teil und an den drei Geräten eben dieses PE. Und wenn ich jetzt auf Preise draufklicke, rechnet es eben vollkommen anders. Also ich habe hier einen völlig anderen Wert von nämlich 150 AW und ich habe die ja einfach eingestellt, die zweite Preisliste. Da habe ich gesagt, pro Gerät einfach 50 Euro, egal was dran passiert, oder 50 AW. Völlig wurscht, ob nur Prüfung, ob nur Emissionsmessung oder beides zusammen. Grundwerte sind egal, Fahrtpauschalen sind auch egal, einfach 50 pro Gerät. Und die listet es hier dann auch auf. Logischerweise habe ich einen Wert von 150 hier. Und dann kommen trotzdem natürlich die Tätigkeiten, werden alle aufgelistet. EG links habe ich LAS, die Prüfung mit 0, also nicht mit dem Drittel, sondern mit 0. Dann die Prüfung an der Gaskombitherme, die kostet halt 50 und die Emissionsmessung dazu eben 0. Und jetzt das erste OG genau gleich wie der LAS, kostet nichts. Senkrechte Teil, habe ich gesagt, möchte ich auch nicht berechnen, viel zu kompliziert. Deshalb sind die senkrechten Teile eben auf 0, die Abgasleitung. Dann habe ich jetzt die Gaskombi-Wasserheizer, die Prüfung mit 50 und die Emissionsmessung auch bei 0. Und im zweiten OG genau dasselbe. Genau, und so kann man beliebig viele Preislisten hinterlegen und die sich so einfach wie irgendwie möglich gestalten oder auch so aufwendig wie irgendwie möglich. Und ab dann passiert es eben komplett alles im Hintergrund. Das bedeutet, also mit eurem Betrieb müsst ihr an die ganze Gebührenermittlung und irgendwelche Gebührenkürzel nie wieder denken. So, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage wegen der Datenübernahme. Das sieht so aus, dass wir praktisch logischerweise in den Preislisten, egal wie ihr die Gebühren aktuell gestaltet habt, können natürlich in so einer Preisliste ganz einfach abgebildet werden. Das müssen wir allerdings dann vor der Datenübernahme eben machen. Und dann können die praktisch einfach per Datenübernahme eben überführt werden, die ganzen Gebäude, mit genau dieser Berechnung. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich habe vorhin geschaut, unsere zwei Grundlagenvideos haben ja mittlerweile über 1000 Schornsteinfegerbetriebe angeschaut. Und ich denke, dieses Video war noch deutlich spannender und hat deutlich mehr gezeigt, wie einfach es sein wird für uns eben diese 80% Büroaufwand letztlich einzusparen. Deshalb wären wir natürlich sehr dankbar, wenn ihr das Video oder auch andere Videos von uns auch mit den Kollegen teilen könntet. Dann können wir wahrscheinlich deutlich schneller die ganzen Betriebe informieren, wie sie eben künftig die 80% Zeit auch wirklich einsparen können.